Im Finchgau haben sich drei Bauernhöfe zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Sie produzieren Bio-Eier und vermarkten sie gemeinsam. Einer der drei Höfe ist der Pseck-Hof von Obmann Philipp Thoma oberhalb von Tschengels. Gleich darunter befindet sich der Standleier-Hof. Und der dritte ist der Fanatsch-Hof in Ayers. Alle drei Höfe der neuen Tschengelsberg-Genossenschaft halten jeweils unter 500 Biohennen und setzen damit bewusst auf eine kleine Hühnerhaltung. Und sie legen so in etwa 90%, sagen wir, von den 490 Hühnern haben wir schon 450 Eier jeden Tag jetzt. Ja, ja. Margareta Peiner sieht in der Bio-Eierproduktion ein weiteres Standbein für den Hof. Die Hennen der Bio-Hühnerrasse Sandy legen ihre Eier am Vormittag. Danach können sie frei herumrennen und sich im Sand wälzen und Gras fressen. Pestizide und der Einsatz von Antibiotika sind auf den Höfen tabu. Und zum Fressen gibt es nur gentechnikfreies Biofutter. Der Pseck-Hof ist die zentrale Sammelstelle für die Eier aller drei Höfe. Dort werden die Eier gewogen, sortiert und verpackt. Und jedes Ei wird gestempelt, damit der Kunde weiß, woher das Bio-Ei stammt. Also jedes Ei hat einen Kodex drauf, das heißt den Hofkodex. Und es steht zum Beispiel jetzt drauf bei uns, die 0 ist vorne für Bio, dann steht die Idee für Italien und dann ist der Hofkodex. Zum Beispiel da jetzt bei uns 042 BZ 052. Beim Sandy-Biohuhn handelt es sich um ein sogenanntes Zweinutzungshuhn. Das heißt, die männlichen Küken werden nicht geschreddert oder vergast, sondern dürfen weiterleben, bis sie zum Verzehr als Grillhähnchen geeignet sind. Auch die Biohennen der Tschengelsberg-Genossenschaft werden nach ihrer Legeleistung nach 14 bis 16 Monaten weiterverwertet. Wenn sie jetzt fertig gelegt hat, dann probieren wir sie als Suppenhuhn zu verkaufen. Nur so schließt sich der Kreis für den Biohof, denn weggeschmissen wird bei der Tschengelsberg-Genossenschaft nichts. Sie setzt auf eine kleine und nachhaltige Biokreiswirtschaft und scheint damit Erfolg zu haben. Also es läuft gut eigentlich. Im Anfang gibt es Startwierigkeiten, wie immer bei jedem Betrieb. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Südtiroler versteht, dass er lokale Produkte kaufen muss, um dass die Bergbauern nachhaltig auch bestehen können.